Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Wie ihr vielleicht schon gesehen habt, geht es heute um das Reich der Sieben Höfe. Und genau um dieses Buch, von diesem Buch sprechen wir, ich muss gucken, dass es nicht spiegelt. Das Reich der Sieben Höfe, Silbernes Feuer. Band Nummer 5 der Reihe von Sarah J. Maas. Aber es geht eigentlich nicht per se um das Buch. Wie ihr seht, es ist noch eingeschweißt. Ich habe es noch nicht gelesen. Es geht nämlich, Moment, ich werde mal hier auf die andere Seite greifen, um die Chest of Fandoms Lady of the Death Buchbox dazu. Da gibt es auch eine lustige oder weniger lustige Geschichte. Irgendwann wusste man nicht mehr, ob man lachen oder weinen soll. Kurze Zusammenfassung. Ich hatte mir das Buch bei Thalia im Vorverkauf bestellt. Sprich, es sollte geliefert werden, sobald der Release ansteht. Sprich, am 20. Oktober. Ja. Das Buch kam aber nicht und kam nicht und kam nicht. Und da ich den Vorgänger schon zusammen mit der lieben Nenia und der Jana gelesen habe, wollten wir natürlich Band 5 auch nochmal zusammen lesen. Ja, ich hatte das Buch bei Thalia bestellt. Das kam nicht bei. Jana hatte es sich gar nicht erst gekauft, sondern hat gesagt, ich gehe an dem Tag einfach in die Buchhandlung und kauf's mir. Und Nenia hatte es sich mit der Buchbox zusammenbestellt. Ich hatte die Box ohne Buch bestellt, weil ich Angst hatte, dass die Buchbox zu spät kommt und ich das Buch nicht direkt am Release lesen kann. Ja, dann kam mein Buch nicht bei. Dann war ja Bloggertreffen in Frankfurt. Ich einen Tag vorher das Buch bei Thalia storniert und es mir dann in Frankfurt beim Hugendubel gekauft. Ja, Jana hat das Gleiche gemacht. Ja, mittlerweile hat sich noch die liebe Evie von Bookilicious dazu entschlossen, bei unserem Buddy Read mitzumachen. Und die hatte sich auch die Buchbox mit Buch bestellt. Sprich, wir hatten jetzt zwei Leute, die das Buch schon hatten und getrippelt haben, es zu lesen. Und zwei, die auf diese Buchbox gewartet haben mit dem Buch. Es gab da irgendwie bei Chest of Fandoms irgendwelches Drama mit der Druckerei, da ist, kann ich schon mal verraten, irgendwo ein Poster drin, das kam nicht bei. Weil die Druckerei das Format vom Buchumschlag gebraucht hat. Und das konnten sie ihnen erst schicken, als das Buch rauskam und man es ausgemessen hat. Wobei wir vier uns dann so gedacht haben, naja, ich denke, wenn man den Verlag anschreibt und sagt, ja, wir planen hier so und so einen Buchumschlag, Poster, tralala, könnt ihr mir mal die Maße vom Schutzumschlag geben? Hätte der Verlag bestimmt nicht gesagt, nein, gebe ich euch nicht. Aber das sind alles Spekulationen. Wir haben ja jetzt, Gott sei Dank, bis auf eine alle unsere Boxen bekommen. Ja, die liebe Ninja wartet immer noch drauf. Aber wir hoffen, dass wir jetzt endlich am Montag, am 8. November, das Buch kam am 20. Oktober raus, endlich unseren Buddy Read starten können. Ja, so viel dazu. Aber kommen wir jetzt zum wichtigen Teil, warum ihr dieses Video auch überhaupt angeklickt habt. Zur Buchbox. Ich habe mir die Box jetzt einfach mal hier auf den Schoß gestellt. Muss mal gerade gucken, ob das funktioniert. Nein, sie ist zu groß. Ich muss sie doch neben mir stehen lassen. Also bitte nicht dran stören, wenn ich mich manchmal so aus dem Bild beuge. Ja, ganz oben drauf. Ich versuche es euch mal zu zeigen. So sieht das Ganze aus, wenn man es aufmacht. Oh, ich könnte es eigentlich auch hier oben stellen. Wozu hat man denn eine tolle neue Couch? Ja, hier seht ihr auch nochmal Chest of Fandoms. Und das ist immer so verpackt, dass man obendrauf, wenn man sie öffnet, nicht 100% sieht, was drin ist. Dann gibt es hier eine Spoilerkarte. Da steht immer drauf, was in der Buchbox drin ist. Aber die gucken wir uns erst am Schluss an. Und dann gibt es immer noch ein Bild von der Box. Dieses war halt Lady of the Death. Ich zeig's euch mal vom Namen. Hallo. Das war das. Ja, Oktober-Spezial. Und Chest of Fandoms, die machen immer so ein Foto-Challenge. Da kannst du dann quasi Fotos auf Instagram posten. Da steht dann auch immer ein Datum dabei. Ich gucke jetzt nicht genau drauf, weil da da drauf steht, was an welchem Tag gepostet werden soll. Die Daten stimmen natürlich auch nicht. Dadurch, dass die Box jetzt halt fast zwei Wochen zu spät kam, verschiebt sich die Foto-Challenge halt um ein paar Tage. So, ich würde aber sagen, wir fangen jetzt mal an. Machen wir hier
die Folie oder das Papier weg. Ich muss auch dazu sagen, ich habe die Box mit T-Shirt bestellt. Ich glaube, Ninja hat es ohne T-Shirt bestellt und Ivy hat es auch mit T-Shirt bestellt. Das ist ja dann auch immer unterschiedlich, wann die Boxen dann verschickt wurden. Don't ask me. So. Numero uno ist eine Postkarte oder ein Fanart von Nesta. Um die geht es ja auch im Buch. Und hier noch auf der Rückseite ein Foto von, ich schätze mal einfach, es ist Kässchen. Muss gerade noch überlegen. Kässchen und Nesta. Sind so süß. Ja, ich kann euch nachher auch sagen und auch in der Infobox verlinken, von wem die ganzen Zeichnungen und Designs sind. Also das ist jetzt Artikel Nummer 1. Dann sehe ich auch direkt schon das T-Shirt. Das zeige ich euch gleich auch noch vom Namen. Das wäre das T-Shirt. Muss man jetzt mal selbst angucken. Lay in her hand, death gripped her by the other. Ja, da ich das Buch noch nicht gelesen habe, ich meine, ich erkenne, dass es Nesta ist auf dem Foto, aber mehr halt auch noch nicht. Ich zeige es euch nachher auch noch angezogen. So, das wäre jetzt nochmal das T-Shirt von Naim. Also ich hole mir immer Männer M, weil Bauch. Ja, aber es gefällt mir richtig gut. Das Einzige, was mich halt nervt, es ist halt wieder ein bisschen durchsichtig. Ja, aber ich habe die T-Shirts meistens sowieso zum Schlafen an. Von daher ist es egal, aber es ist einfach mega schön. Und es ist halt wieder sowas, es sieht cool aus, aber keiner weiß, dass es zu einem Fandom gehört. Und das ist sowas, das mag ich ja einfach bei T-Shirts und Klamotten im Allgemeinen. Ja. Weiter geht's mit der großen Suche und dem großen Müllmappen. So, da ist jetzt mir gerade schon was runtergefallen. Ich versuche das jetzt mal so dezent wie möglich, ohne meine ganze Wohnung zuzumüllen. So, das. Holen wir einfach mal das, was rausgefallen ist. Ich tendiere dazu, dass das Poster ist, wegen dem so ein Geschiss gemacht wurde. Ja, silbernes Feuer. Da ist wieder die Zeichnung, die auch auf der Postkarte war und die auf der anderen Seite. Und das ist die Rückseite quasi. Und wisst ihr, welche Funktion dieses Poster eigentlich hat? Ich habe das Buch jetzt eingepackt, deshalb kommt es jetzt nicht so gut zur Geltung. Aber eigentlich soll das nämlich ein schöner Schutzumschlag fürs Buch sein. Und die hier werden dann halt drinnen eingeknickt, logischerweise. Deshalb ist hier auch so eine Falz, wenn ihr das seht. Ja, das wird dann einfach umgeschlagen. Ich mache es jetzt nicht. Ich mache es jetzt nochmal zurück in die Rolle. Und dann kann man quasi diesen wunderschönen, designten Schutzumschlag um die Bücher machen, der eigentlich auch wirklich schöner ist als das Originalbuch. Und, um jetzt mal ein bisschen Werbung für Chesterfans zu machen, es ist nicht immer alles kacke bei denen. ja, ich werde mir die anderen 4 Umschläge auch noch bestellen, damit die Bücher einfach gleich aussehen. Die gibt es nämlich aktuell für 10 Euro pro Umschlag in deren Shop. Aber das kann ich euch auch gerne nochmal unten verlinken. So, machen wir weiter. Eine Buchkerze. Auch mit Nesta und Kässchen. Kommt sie näher? Ja. Natürlich wieder das braune Glas mit dem schwarzen Deckel, wie wir es von Chest of Fandoms kennen. So, so sieht sie von innen aus. Ich hatte jetzt gehofft, dass sie irgendwie, dass irgendwas mit Rot drin gearbeitet wurde für Kässchens Trichtersteine, aber ja. Ich kann den Duft nicht deuten, es ist irgendwas Blumiges, ist jetzt nicht so 100% mein Fall, aber ich schnüffel ja auch nicht den ganzen Tag an den Kerzen. Ne? So. Oh mein Gott, das ist so wunderschön. Ich möchte es haben, ich möchte es lieb haben. Ich mache es jetzt erstmal ein bisschen sauber. Das wunderschöne Ding. Das wäre noch in der Box gewesen. Ist das eine Kiste? Ist das eine Aufbewahrungs-
Box. Oh, guck mal, wie das glänzt. Es glänzt so schön. Ach Gott, ist das schön. Allein dafür hat es sich schon gelohnt, der ganze Stress. I am the rock against which the shore crashes, nothing can break me. Ich glaube, das ist echt schwer zu lesen. Sarah J. Maas, The Court of Silver Flames. Ach Gott, schau mal, wie lang es von innen. Ist das nicht wunderschön? Ist wunderschön. Ich weiß zwar noch nicht, ob ich den Ordner jemals benutzen werde oder ob ich mir nicht einfach das hier so ins Regal stelle zu den Büchern, zu meiner Sonderausgabe von A Court of Thorns and Roses. Wobei die schwarz ist und das hier ist blau. Muss ich mal gucken, ob das irgendwie zusammenpasst. Aber da wird sich schon eine Möglichkeit und eine Lösung finden. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und hier, ah nein, da ist noch was drin, habe ich gar nicht gesehen. Just a Phantom's Death Herself. Ein Pin. Pins finde ich sowieso an und für sich immer ganz cool. Ja, ein silbernes Schwert mit Flammen und einer Maske, würde ich jetzt behaupten. Ja, was es bedeutet, I don't know. Wie gesagt, das kann ich wahrscheinlich, nachdem ich das Buch gelesen habe, besser deuten. Aber es hat irgendwas mit diesem Schwert zu tun. Weil ich auch schon ganz viel Funko-Pop-Designer gesehen habe, die Funkos mit diesem Schwert gemacht haben. Oh, das Motiv vom T-Shirt gibt es hier jetzt auch nochmal als Print. Das ist echt cool. Wie schön das glitzert. Entschuldigung, wenn ich immer über euch gucke quasi, aber oben ist mein Display von der Kamera. Und da sehe ich halt immer, ob ich es richtig in die Kamera halte oder nicht. So, das wäre das. Dann, oh, haben wir noch was? Ist ja diesmal richtig viel dabei. Ha! In den vorigen Boxen gab es das auch schon. Spielkarten mit der Nesta, die auch das Monatsbild ziert. Lady of the Death, Nummer 10 ist sie. Ich muss mal gucken, ob die im Shop noch andere Karten haben. Weil wenn man sich so ein Chest of Fandoms Spielkartenset zusammenstellen könnte. Wir brauchen ja nur 7, 8, 9, 10 habe ich jetzt. Bube, Dame, König, Ass. Wäre das echt sehr, sehr nice. So, hier war auch noch das Print mit der Nesta drauf. Ich finde, das Bild ist so Endlevel. Ich liebe es. So, dann haben wir hier noch das Letzte. Deshalb ist die Box auch so riesig geworden, weil das Ding vermutlich echt riesig ist. Und ich befürchte, ich muss es euch im Stehen zeigen. Einen Moment. Ich packe es hier erstmal aus. Das ist nämlich eine Decke, die ich niemals benutzen werde, weil sie einfach viel zu schön ist. Ach Gott, ich liebe es. Ich weiß gar nicht, wie rum sie kommt. Muss ich mal gucken. Ah ja, hier. Da sind wahrscheinlich Nesta. Ja, Nesta und ihre Schwestern drauf. Nestas Schwester. Ich zeig's euch mal im Stehen einen Moment. Wie cool ist bitte diese Decke? Unfassbar. Wie viel Arbeit in sowas steckt. Ich beneide ja jeden, der so malen kann. Ich tippe mal, das untere ist Elaine. Das soll Nesta darstellen. Das ist Farrah. Schätze ich jetzt einfach mal. Ihr Lieben, das war der Inhalt der Chest of Fandoms Box. Also ich für meinen Teil habe schon diverse Boxen bestellt. Fand, es war diesmal richtig, richtig viel dabei. Ich bin echt am Überlegen, was mein Highlight ist. Also natürlich die Decke, die ist Endgegner. Aber ich schwanke noch, ob mir diese Illustration am besten gefällt oder ob ich den Ordner einfach am coolsten finde. Also ich muss sagen, diesmal war wirklich nichts dabei, wo ich sage, hätte ich jetzt nicht gebraucht. Okay, vielleicht den Pin. Ich finde Pins an und für sich ganz cool, aber der ist jetzt nicht
der schönste Pin, den ich jemals gesehen habe. Es ist halt cool, dass er zur Reiche Siebenhöfe-Reihe gehört, aber ja, mehr dann halt auch nicht. So, das war's von mir. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Es fehlt nämlich noch eine Box, die sollte am 29. Oktober versendet werden. Das ist die Monsters Box mit Themen wie City of Bones, Ein Fluch so ewig und kalt, was ich erst noch lesen muss, damit ich wahrscheinlich die Sachen verstehe. Und noch zwei Themen, aber das weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Ja, die sollte aber hoffentlich im Laufe der nächsten Tage auch hier eintrudeln. Da mache ich natürlich nochmal ein Unpacking für euch. Ansonsten sehen wir uns vermutlich beim Lesemonat wieder. Und bis dahin sage ich ciao und bis bald.